Neues Jahr, neues Glück und ein neuer Logic-Trick. In diesem Video gebe ich dir 4 Tipps, wie du schneller mit Regionen arbeiten kannst. Das kann insbesondere dann nützlich sein, wenn du im Arrangement verschiedene Alternativen ausprobieren möchtest. Geht los! Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Regionen in Logic, das sind diese Dinger hier, diese Blöcke hier, das siehst du hier. Ja, die können kürzer sein, sie können länger sein, sie können über 4 Takte gehen, sie können auch nur über 1 Takt gehen. Und mit diesen Regionen zu arbeiten, gehört zu deiner täglichen Routine in Logic Pro. Auf was wir in diesem Video eingehen, ist hier dieser Punkt oder dieser Reiter Verschieben. Hier hast du nämlich verschiedene Möglichkeiten, mit Regionen zu arbeiten. Überlappung, keine Überlappung, X-Fade und so weiter. Wir hören mal zunächst in dieses Arrangement rein, das ich hier kurz zusammengebaut habe. Nehmen wir mal an, ich möchte jetzt mit diesem Arrangement ein bisschen arbeiten. Ich habe das Gefühl, es hat ein bisschen Längen. Ich möchte mal Akkorde austauschen und so weiter. Und das probieren wir jetzt aus. Und zwar fangen wir hier oben an, gleich mit dem ersten Punkt. Und das ist Überlappung. Ja? Ich schalte mal das Piano hier auf Solo. Und ich möchte jetzt versuchen, weil mir der Akkord hier nicht gefällt, zum Beispiel, möchte ich den verschieben. Du kannst das übrigens auch für mehrere Regionen machen. Sie müssen nur hier an der gleichen Stelle geschnitten sein. Das heißt, ich markiere jetzt einfach beide und ziehe sie einen Takt nach vorne. Und dann können wir mal anhören, wie es jetzt klingt. Das heißt, der zweite Takt hier verschwindet. Wir sind hier auf Überlappung. Und wenn ich jetzt hier drauf klicke, auf die vordere Region, siehst du, dass die untere Region, die darunter ist, dass die noch da ist. Okay, das ist also die Überlappung. Du kannst einfach eine Region über die andere ziehen, ohne dass die andere verschwindet und kannst da hin und her probieren. Kommen wir zur Möglichkeit Nummer 2 und das ist keine Überlappung. Ich kann jetzt zum Beispiel auch eine Spur mal von rechts nach links ziehen. Du musst sie nicht immer nur so umziehen. Und wenn ich das jetzt mache und gehe hier drauf, dann sieht es im Prinzip gleich aus wie bei der Option Überlappen. Aber was ich jetzt hier machen kann, ist, wenn ich hier runter gehe, also nicht hier oben, wenn du hier oben ansetzt, dann machst du einfach nur einen Fade. Das möchte ich nicht, sondern du kannst hier unten den Schnittpunkt versetzen. Ich mache es mal ein bisschen größer. Es kann natürlich sein, wenn du jetzt Regionen verschiebst, dass es Knackser gibt beim Übergang. Und das möchtest du nicht. Und deswegen kannst du den Schnittpunkt jetzt hier verziehen, siehst du? Und dann kannst du da schneiden, wo es am besten ist, zum Beispiel bei einem Nulldurchgang, wo du einfach nicht so viel Knackser hast oder wo es keine Störgeräusche gibt. Ich zoome mal wieder raus und wir gehen weiter zu Möglichkeit Nummer 3 und das ist der X-Fade. Mach mal meine Verschiebung wieder rückgängig. Bei X-Fade ist es so, dass Logic automatisch Fades setzt, wenn du eine Region verziehst. Ich gehe jetzt also hier rüber oder wir können es auch mal mit dem Bass machen. Ich gehe hier rüber und verziehe jetzt wieder diese Region hier nach vorne oder ja, nach hinten in dem Fall. Probieren wir es nochmal so. Und jetzt wird Logic mir mit diesem X-Fade-Modus automatisch Fades setzen oder einen Fade setzen, wo ich hinziehe. Ich gehe mal hier drüber, das habe ich jetzt vorher nicht getestet. Mal schauen, was rauskommt. Du siehst, er hat mir jetzt einen Fade gesetzt und schauen wir mal, ob es ein sauberer Übergang ist. Macht es nicht so viel Sinn, aber du siehst, er hat automatisch Fades gesetzt und hat sie so gesetzt, dass du nicht hörst, dass ich jetzt die Region übereinander geschoben habe oder dass irgendwas komisch klingt. Weiter geht's mit Möglichkeit Nummer 4 und das ist bestimmt die interessanteste von allen. Und das ist rechts ausrichten oder links ausrichten. Auf Englisch heißt das Shuffle oder in der englischen Version. Und Shuffle bedeutet so viel wie mischen oder Karten mischen oder vertauschen. Kannst du dir vorstellen, wie so bei dem Kartenspiel. Also ich habe hier unsere Karten oder Regionen hier oben mal in verschiedene Farben eingezeichnet, damit es leichter wird, das zu unterscheiden. Und ich möchte jetzt diese Region hier mit dieser Region vertauschen. Okay? Und ich mache das jetzt nicht nur für die Gitarre, sondern ich mache das jetzt für das komplette Arrangement. Das heißt, ich markiere einfach alle und verschiebe jetzt das nach hinten, also diese 4 oder 5 Regionen nach hinten, ja, auf diese Seite. Und schwupps, siehst du jetzt, dass Region 3 und 4 vertauscht sind. Hören wir mal unser Arrangement jetzt an. Ja, wenn ich es wieder rückgängig mache, hört es sich wieder so an. Wir können
können es auch mal vorne probieren. Das heißt, ich markiere jetzt die Region 2 oder die Regionen auf Takt, auf dem zweiten Takt des Arrangements und ziehe sie hier auf die andere Seite. Das heißt, wir vertauschen jetzt Region 2 und 1 und dann hört sich das Arrangement so an. Okay, ergibt nicht hundertprozentig Sinn jetzt in dieser Form, aber du merkst schon, damit kannst du wahnsinnig viel machen und das ist eine Riesenhilfe, gerade wenn du mit Loops arbeitest, wenn du loopbasiert arbeitest, viele Loops übereinander hast, kannst du so sehr, sehr schnell ein ganzes Arrangement verschieben oder nur Parts von diesem Arrangement zu verschieben. Übrigens, wenn dir diese Tipps bis hierher gefallen haben, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste, die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere Tipps, wie du deinen Workflow in Logic Pro massiv verschnellern kannst. Logic Workflow Checkliste, unten im ersten Kommentar angepinnt, unbedingt runterladen. Und jetzt geht's weiter zum Bonustipp, den ich auch sehr interessant finde, wenn es um die Arbeit mit dem Arrangement geht. Und das ist der Nudge-Wert. Den siehst du hier. Du siehst hier die erweiterten Werkzeuge. Wenn du die nicht siehst, musst du einfach auf dieses Symbol hier klicken. Siehst du, da kannst du sie ein- und aufklicken. Und wir kümmern uns jetzt um den Nudge-Wert. Nudge heißt so viel wie anstupsen oder verschieben. Und wenn ich diesen Nudge-Wert jetzt hier einstelle, dann kann ich Regionen automatisch sozusagen oder nach einer bestimmten Einstellung nach vorne oder nach hinten verschieben. Und das ist auch super, um im Arrangement zu arbeiten. Nehmen wir mal an, ich möchte, dass dieses Piano jetzt hier nicht auf die 1 kommt, direkt, also immer auf den Downbeat im Arrangement, sondern ich möchte das Arrangement ein bisschen spannender machen und ich möchte jetzt diese Pianospur auf die 1 und erst haben, ja, dass sie auf die 1 und erst einsetzt. Und das geht mit dem Nudge-Wert super. Ich habe hier schon Beat eingestellt. Ja, du kannst auch kleinere Werte einstellen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt 10 Ticks möchte und du achtest mal hier drauf, was passiert, wenn ich jetzt hier verschiebe mit dem Pfeil, dann siehst du, ja, dass die Spur hier leicht verschoben wird. Ja, um 10 Ticks. Das kann zum Beispiel helfen, muss ich mal kurz reinzoomen, ob ich wieder richtig bin. Das kann zum Beispiel helfen, wenn du ja, Spuren hast, die nicht genau eingespielt worden sind. Wenn der Musiker nicht genau eingespielt hat, dann kannst du mit diesem Nudge-Wert relativ viel machen. Aber ich stelle es jetzt wieder zurück auf Beats und möchte jetzt das Piano einfach nach hinten shuffeln oder nach hinten verschieben und klicke jetzt hier drauf, Pang, und jetzt bin ich einen Beat weiter hinten und dann hört sich das Arrangement so an. Super cool, oder? Also das Nudge-Werkzeug ist auch ein Werkzeug, das nicht so viele kennen, aber das dir unglaublich helfen kann, im Arrangement verschiedene Variationen auszuprobieren. Jetzt interessiert mich natürlich noch deine Meinung. Wie arbeitest du? Arbeitest du viel mit Loops, mit solchen Regionen hier und helfen dir diese Tipps weiter? Welchen wirst du als erstes anwenden? Schreib mir das bitte mal unten in die Kommentare. Und wenn du mehr über Logic erfahren möchtest, insbesondere über die neue Version, das neue Upgrade, das vor kurzem kam, 10.7, dann empfehle ich dir dieses Video. Da habe ich dir genau erklärt, was für Neuheiten es gibt und das sind nicht gerade wenig. Ansonsten schicke ich dir jetzt viele Grüße aus Alicante nach Deutschland. Wir sehen uns und bis bald.